Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal von Michas Modellbauwerkstatt zu einem neuen Video. Schön, dass ihr da seid. Heute in dieser brandneuen Folge gehen wir mal wieder an den großen Luxusliner. Ihr könnt ihn da schon neben mir entdecken. Ja, die Zwangspause hat tatsächlich ein Ende. Die nächste Lieferung ist da und deswegen würde ich sagen, Schraubendreher bereit. Ich hole ihn jetzt rüber und dann geht's los mit der RMS Titanic. So, hier haben wir dann jetzt die nächsten vier Ausgaben von unserer RMS Titanic. Ja, es geht endlich tatsächlich weiter mit den Ausgaben 92 bis 95. In der 92 bekommen wir einmal für das Heck eine weitere Rückwand, die wir noch einbauen sollen. In der 93 und 94 bekommen wir die beiden Ladekräne und 95, die hauptsächlich ja dafür verursacht hat, warum die Lieferung sich so jetzt ein bisschen verzögert hat, ist, wir bekommen ein weiteres Kielstück mit den sogenannten Schlingerkielen, die wir dann einbauen wollen. Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir los mit der Wand, die wir hier bekommen für unser Heck von unserem B-Deck, und da dürfen wir jetzt nämlich noch Fenster einbauen, und das habe ich diesmal nicht gemacht, weil wir eh so wenig zu tun haben und zwei Ausgaben sich eh gleichen. Habe ich mir gedacht gehabt, zeige ich euch noch mal, wie man die Fenster einbaut. Da müssen wir nämlich jetzt einmal diese kleinen Fensterchen hier nehmen, haben hier so ganz kleine, eine kleine Fensterfront. Und dann nehmen wir uns diese kleinen hier, die ich hier habe, und diese hier. Da seht ihr es, da sind nur so kleine Punkte, wo Licht durchscheint. Und die sollen wir jetzt hier reinsetzen. Wir nehmen einmal uns ein bisschen Sekundenkleber, schmieren uns das hier so ein bisschen schön ein. So an den Seiten, so, und dann setzen wir da zwei Fensterchen rein. Einmal ein Fensterchen packen. Oh, die sind nicht so ganz so leicht zu greifen. Ja, jetzt klebt das an der falschen Stelle fest. Na, das sollte nicht. Das sollte jetzt nicht passieren. Oh, hier ist das. So. Das hatte sich jetzt an der falschen Stelle festgesetzt. So. Jetzt rutscht es auch immer wieder raus. Da haben wir jetzt ein Fensterchen drin. Wie gesagt, man sieht kaum Licht dadurch. Jetzt nehmen wir uns das zweite. Das setzen wir direkt daneben. So. Ich mache noch mal ein bisschen näher. So. Suchen wir mal den Fokus noch, ob der mitspielt. Da seht ihr, da scheint wirklich kaum Licht durch.
durch die ganze Geschichte. Und jetzt machen wir das Ganze nämlich noch auf der anderen Seite. Na, bleib jetzt drin. So, dann haben wir die Fenster drin. Und jetzt können wir wieder die Halterungen ansetzen. Das machen wir nämlich hier an der Seite. Da sollen wir insgesamt 4 Stück anbauen. Das kennen wir ja alles schon, wie das kommt. So kommen die da dran. Und die werden mit sogenannten AP-Schrauben angeschraubt. Müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig arbeiten. Dass uns das nämlich nicht kaputt bricht. No. Und der letzte, der kommt wieder da oben hin. Und da müssen wir wieder vorsichtig sein. So, dann haben wir das auch dran. Und jetzt können wir das Ganze an unserem B-Deck, das wir ja beim letzten Mal nämlich jetzt dann in die volle Länge gebracht hatten, nämlich am Heck ansetzen. Das heißt, ich kann das Ganze mal so rumsetzen. So seht ihr, dass das, da ist das Bug, der Bug. Und hier haben wir das Heck. Und da wird das jetzt hier dran nämlich eingebaut. Quasi das Abschluss, der Abschluss von dem B-Deck müssen wir noch ansetzen und verschrauben. Mit insgesamt auch noch mal 4 AP-Schrauben, die da rein sollen. Und auch hier wieder aufpassen, nicht so viel Druck ausüben. So, dann ist auch die Schraube drin und wir haben das erledigt. Und jetzt dürfen wir die allerletzte LED-Platine noch in Position setzen und zum Schluss verkabeln. Und dann wird garantiert auch noch, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ein Leuchttest stattfinden. Da ist drin. Na, so. Und die haben wir auch drin. Damit ist die LED-Platine auch in Position. Und jetzt haben wir hier ein Kabel. Das heißt, ich muss das Ganze mal jetzt versuchen, hier in Position hier zu legen, dass ihr auch was sehen könnt. Denn ich muss jetzt auch erstmal gucken, wie die Kabel jetzt alle angeschlossen werden sollen. Und zwar gehen wir einmal vom Heck aus. Und zwar liegt das, ich lege mir das jetzt so rum, das heißt, das Bugteil kommt hier hin. Und jetzt sollen wir diesen Steckplatz hier nehmen. Diesen hier, den könnt ihr jetzt leider gar nicht sehen, weil ich nicht so viel Platz habe. So, aber ich komme jetzt ins Bild und da sollen wir den Steckplatz nehmen. So, haben wir.
Jetzt haben wir noch bei den letzten Malen noch Kabel bekommen. Die haben wir hier. Und die müssen wir jetzt auch noch anschließen. Und zwar einmal an der Stelle, wenn ich das richtig sehe. Na? Geh doch da rein. So. Das muss dann jetzt hier rüber gespannt werden. An die Stelle. So, dann haben wir die beiden Sektionen auch miteinander verbunden. Dann geht es jetzt hier weiter. Wir setzen den ein und gehen jetzt an die vorletzte Platine. Und da muss ich jetzt gucken. Tatsächlich, das ist nämlich der Steckplatz hier. Ja. Haben wir auch drin. Und der allerletzte, der kommt mal von der Seite rein. Und wird komischerweise aber dann hier hinten mit verbunden. Auch da könnt ihr jetzt ein wenig, erkennen. So, das Kabel ist drin und jetzt dürfen wir wieder unseren Tester holen und das stecken wir jetzt hier hinten ein. Das seht ihr jetzt nicht und dann seht ihr, ich habe das hier mal extra ein bisschen dunkler gemacht, dass das Ganze leuchtet. Ich halte das mal ein bisschen in die Kamera, so, da gehen wir mal komplett das Ganze durch und ihr seht, komplette LED-Reihenfolge stimmt und es leuchtet wunderbar. Damit haben wir die Ausgabe 42 auch abgeschlossen und können dann in die 93 springen. Das heißt, das B-Deck brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das kann aus dem Bild raus. Und können dann jetzt mit Ausgabe 93 weitermachen. Da haben wir die Teile hier. Und zwar unseren ersten Ladekran. Ich habe ja davon gesprochen gehabt, dass ich ein bisschen wieder vorgearbeitet habe. Und zwar habe ich den nächsten Ladekran von der Ausgabe 94. Den habe ich bereits schon fertig gebaut. Und da musste ich aber aufpassen, denn mir der eine Splint ist mir nämlich ja in meinem weiten Zimmer flöten gegangen. Was bedeutet, da habe ich ein bisschen improvisieren müssen. Ich zeige euch das Ganze mal hier in der Kamera. Da haben wir den Ladekran von der Ausgabe 94, den ich schon zusammengesetzt habe, und das gleiche werden wir jetzt mit den von der Ausgabe 93 machen. Und das heißt, wir nehmen uns dieses Teil hier. So. Und da muss einmal der große Ring drüber. Ich habe das schon einmal gebaut. Allerdings vor ein paar Tagen. Und zwar nehmen wir dieses hier. Und da muss ich jetzt den großen hier drüber setzen. So. Kommt hier drüber. Das hält jetzt allerdings von alleine nicht. Da kommt dann jetzt dieser kleine hier drauf. Der wird einfach hier so drüber da reingeschoben. Mit dem Loch da rein. Das ist jetzt ein bisschen
sehr filigrane Arbeit hier gerade. So. Und seht ihr das? Nein, könnt ihr jetzt wirklich schlecht erkennen. So, da haben wir dran. Und das Ganze wird jetzt hier dran gesetzt. Wird auch nur rangesetzt. Das hält auch von alleine. Da braucht man auch großartig keinen Kleber nehmen. Und wenn man das richtig positioniert, so wie ich das in dem ersten gemacht habe, dann hält das von allein eigentlich. So. So. Jetzt sitzt das da dran. Da seht ihr das. Da sitzt das dran. Kann jetzt auch nicht mehr weg. Und jetzt sollen wir den Kranarm dran setzen. Und jetzt kommt das der Punkt, wo mir letztes Mal der Splint abgehauen ist. Wir setzen das da so dran. Und jetzt muss ich den Splint benehmen. Den größeren. Und jetzt muss ich vorsichtig arbeiten, nicht dass der mir wieder abhaut. Ich nehme mir am besten eine Pinzette, wo ich ein bisschen besser packen kann. Und zwar dieser Splint, dieser kleine hier. Ups, da seht ihr ihn. Den muss ich da jetzt reinschieben. Auch nicht so viel drücken, weil das ist nur ganz minimales kleines Plastik. Nicht, dass ihr euch das da abbricht. So. Und dann haben wir eine Zange bekommen. Ja, wir haben Zangen bekommen hier. Und dann könnt ihr euch das jetzt versuchen, da reinzudrücken. Funktioniert wunderbar sogar. Und wenn er jetzt noch auf der anderen Seite rauskommen würde, der kann man auf jeden Fall nicht mehr abhauen. Das ist schon mal sehr gut. So, da ist er durch. Der Kranarm ist dran, wunderbar, hält in Position. Und jetzt können wir weitermachen, denn jetzt kommt das nächste, und zwar vorne, da wo wir hinterher die Last dranhängen können. Da sollen wir jetzt ebenfalls wieder einen kleinen Pin, noch kleiner als den wir gerade hatten, dieser hier. Ist noch kleiner und filigraner, könnt ihr auf der Kamera ganz schlecht erkennen. Den sollen wir jetzt auch da durchschieben. Den schieben wir einmal hier so rein. Ja, da müssen wir auch nicht aufpassen, dass der nicht abhaut. Der ist mir letztes Mal Gott sei Dank nämlich nicht flöten gegangen. Und auch da leicht aufpassen. Nicht zu stark drücken. So, und dann geht nämlich das einmal hier durch, unser Haken, der geht da durch, so, dann haben wir den da drüber. Jetzt haben wir hier noch ein kleines, eine Unterlegscheibe, die kommt auch noch hier zwischen. Alles ziemlich filigran, ich weiß. So. Jetzt können wir das noch nicht reindrücken, denn jetzt kommt noch hier zwischen das Seil oder die Spange, die den ganzen Arm dann ja auch noch in Position hält. Jetzt können wir es versuchen, hier reinzudrücken. Thank you.
So. Und ihr seht, der Kranarm hängt jetzt an einem Seil. Das soll aber nicht dabei bleiben. Jetzt haben wir hier noch zwei weitere Seile. Da haben wir hier an der Seite nämlich so Schlaufen. Die drücken wir jetzt hier drüber. Ich sehe schon gerade, geht hier ein bisschen auseinander. Ich werde hier mal ein bisschen mit Nachdruck verleihen. So. Nochmal. Ihr müsst aber darauf achten, dass der Haken hier unten nach innen zeigt. Wenn ihr auf der Seite hier arbeitet. Das ist nämlich ganz wichtig, weil der nämlich gleich vorne am Kran eingehakt wird. Allerdings musste ich beim anderen Lastenkran, Ladekran, musste ich ein bisschen Sekundenkleber anwenden. Vielleicht lag es auch daran, dass, ja wie gesagt, ich da ein bisschen improvisieren musste. So, ich probiere es jetzt mal hier ohne. Wenn es dann auch nicht hält, werde ich hier auch Sekundenkleber nehmen. So, und der soll jetzt da nämlich in dieses kleine Loch hier rein. So, ich würde sagen, das geht ohne. Das ist deutlich strammer. So, jetzt seht ihr echt wenig, weil diese kleinen Dinger sind echt klein. Und jetzt nehmen wir noch die andere Seite und wieder geht der hier oben auseinander. Hätte doch ein bisschen Sekundenkleber vielleicht doch dazwischen machen sollen, aber das gibt sich gleich, wenn ich den in Ruhe lasse. Dann gibt sich das. Ja, jetzt erstmal wieder die Schlaufe da drüber kriegen. Drüber. Ich glaube, jetzt habe ich drauf. Tatsächlich, jetzt ist es drauf. Und jetzt muss ich das da auch noch wieder reinkriegen in dieses kleine Loch, das hier an der Seite ist. So. Habe ich auch dran. Und damit, nee. Wieder war der da nicht drin oder da muss ich dann gleich tatsächlich Sekundenkleber anwenden. Jetzt muss ich nochmal schauen hier. So, jetzt ist er aber drin. So, jetzt ist er drin und jetzt seht ihr das. Boah, ein bisschen schwer. So, wenn ich das so halte, könnt ihr das sehen. Haben wir jetzt dran. Der Arm ist soweit zusammengestellt. Und jetzt dürfen wir das Ganze noch auf den Sockel platzieren. Oh, der Sockel ist aber hier deutlich strammer. Und mit einer Schraube, einer HP-Schraube, auch noch fixieren. Im Inneren. So. Kräftig drücken. Ja, da springt die Spange wieder raus. Wie gesagt, ich guck mal, ob ich das eventuell vielleicht sogar festkleben muss. So. Und damit haben wir dann den Kranarm tatsächlich auch fertig. Und könne das Ganze jetzt noch schnell auf unserem Deck anbauen. Am Heck sollen die beiden nämlich hin. Und zwar glaube ich aber nicht auf dem Deck hier, sondern auf dem Promenadendeck. Sollen die beiden drauf. So.
Da haben wir es. Da ist das Promenadendeck mal wieder. Und ja, ich werde jetzt hier ein bisschen Sekundenkleber dran machen, weil mich das nervt, dass der da immer rausspringt. Auch nicht so viel. Aber das nervt, dass die Spange hier nicht hält, was sie verspricht. So, und jetzt kommt der Ladekran nämlich in dieser Position. Wird einfach auch nur reingedrückt. Das ist die Frage natürlich, ist das die ist der richtige oder ist das dann doch der andere? Schraube habe ich auch ein bisschen zu fest angezogen, weil der lässt sich gar nicht drehen. Kann natürlich auch sein, dass ich den falschen genommen habe. Ja, habe ich auch. So, ein Ladekran haben wir drauf. Jetzt kommt noch der zweite Ladekran. Der kommt in dieser Position an dieser Stelle. Ja, auch da springt mir der Haken wieder raus. Auch den werde ich gleich noch hinter der Kamera noch mal neu fixieren. Und jetzt zu guter Letzt müssen wir noch ein paar Stäbe einsetzen. Das kennen wir ja von unserer Brücke. Da haben wir das ja auch schon gemacht. So, da kommt nämlich einmal hier hin. Ah, die werde ich aber festkleben. Einer. Der zweite. Dann kommt noch der dritte, der kommt hier an die Seite. So. Nummer 4. Etwas dahinter daneben. Kommt hier hin. Und dann haben wir noch 2. Hier auf der anderen Seite hinkommen. So. Wo ist denn der? Da. Und zu guter Letzt der letzte. Der ist ein bisschen eingesaut. Macht nichts. Der kommt dahin. So, dann haben wir das soweit da auch fertig. Die beiden Ladekräne sind dran. Die Halterungen sind auch in Position. Erstmal. Und damit sind wir auch fertig auf dem sogenannten Promenadendeck. Und können dann jetzt tatsächlich noch an das letzte gehen, und zwar an die Ausgabe Nummer 95, wo wir jetzt das nächste große Rumpfteil bekommen, und zwar dieses hier, richtig schön, und die beiden Schlingerkiele. Die sind auch markiert mit R und L. Einmal R für die Steuerbordseite und L für die Backbordseite. So, die müssen wir auch ein bisschen mit Sekundenkleber. Ich habe das alles schon, wir sollen da vorher eine Passprobe machen. Die habe ich natürlich schon absolviert. Das heißt, das Ganze passt auch. Und da sollen wir jetzt ein bisschen Sekundenkleber hier nämlich anschmieren, dass die dann auch halten, weil
die fallen sonst immer raus. Das habe ich natürlich alles schon vorweg einmal ausprobiert. Und das passt auch nur in eine Position. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich habe jetzt L für die Steuerbordseite. Backboardseite. Jetzt vertue ich mich schon wieder. Mit der Backboardseite. Da brauche ich jetzt mal kurz nochmal die Ausgabe 95, damit ich weiß, was beim Kielstück vorne gewesen ist. Und zwar da, wo die beiden Schrauben oder die Mehrschrauben sind. Also das hier ist vorne. Und dann legen wir uns das hier hin. Also das ist jetzt die Backboardseite. Und dann drücken wir das Ganze so hier rein. Und ihr seht, wir haben zwei unterschiedliche Seiten. Hier haben wir einmal ein bisschen mehr Platz. Und hier hinten von dem Pin aus haben wir weniger Platz. Deswegen kommt das so herum dahin. Und dann setzen wir die auch noch in Position. Und ihr seht sofort, die rutschen rein, weil, wie gesagt, ich habe schon Passprobe gemacht, dass die auch passen. Das solltet ihr vorher einmal ausprobieren und die ansetzen, bevor ihr dann mit Sekundenkleber da dran geht, weil es kann auch sein, dass die Löcher nicht richtig ausgestanzt sind. Und also steht, wie gesagt, in der Anleitung drin, dass wir vorher eine Passprobe machen sollen, um zu schauen, dass auch alles ordnungsgemäß reinpasst. Wie gesagt, das hat es jetzt gerade. So, und dann noch ein bisschen hier hinten drauf. So, und dann kann auch der für die Steuerbordseite jetzt eingesetzt werden. In seine Position. Und der letzte, der will jetzt nicht. Der ist immer so, dass der letzte sich so ein bisschen weigert. Gibt es aber nicht. Von daher sitzt auch der dran. Und wir haben die beiden Schlingerkiele dran und haben das Rumpfteil soweit zusammengebaut und sind mit der Ausgabe 95 fertig. Mehr sollen wir erstmal noch nicht tun. Anbauen tun wir noch nicht. Das machen wir dann wohl beim nächsten Mal. Ja, das nächste Mal, das hänge ich jetzt gleich sofort hinten dran, denn der Postmann hat nämlich gerade geklingelt und hat mir die nächsten vier Ausgaben gebracht. Und ihr seht, es sind Teile, die wir jetzt verbauen dürfen. Da lohnt sich kein extra Video. Die hänge ich jetzt hinten dran. Wir dürfen das große Teil von gerade, das wir hier haben, das dürfen wir jetzt gleich schön einbauen. Da sollen wir dieses Teil hier hinten dran hängen. So kommt das dann da hinten dran, wird dann verschraubt und wird dann tatsächlich am Unterboden, am Kiel unserer Titanic dann befestigt. Und hier haben wir noch drei weitere Seitenteile. Das brauche ich euch nicht nochmal extra zeigen, wie ich die anschraube. Das habt ihr ja zu Genüge gesehen. Das seht ihr dann gleich im Endbild. Das heißt, wir bauen jetzt noch eben schnell das Ganze mal an. Und zwar nehmen wir uns die Ausgabe 96 dafür daher. Und da sollen wir ja erstmal, wie gesagt, das Teil hier einsetzen. Das habe ich ja schon erledigt. Und dann brauche ich insgesamt drei IM-Schrauben, die ich jetzt da reinschrauben darf, um das Ganze zu befestigen. So. Zweite haben wir drin und die dritte haben wir drin. Und jetzt dürfen wir das Ganze gleich nicht
an unserer Titanic von unten verrauben. Das zeige ich euch auch noch mal eben. Alles jetzt ein bisschen spontan, weil das jetzt sich so gerade angeboten hat, dass ausgerechnet dann, wenn ich die Titanic verbaue, es klingelt und man mir die nächsten bringt. Also da hat Hachet nicht zu viel versprochen, indem sie uns gesagt haben, wir holen das wieder auf, den Zwischenstopp, den wir hatten, und rauben da und tun die Lieferung ein bisschen, den, ja, wie heißt das jetzt, Lieferungspause dazwischen ein bisschen kürzer machen, um dann wieder im gleichen Rhythmus zu sein. Und das sind wir dann nun, wenn innerhalb von, ja, anderthalb Wochen zwei Lieferungen kommen, haben wir den Rückstand tatsächlich aufgeholt. So, und jetzt seht ihr, sich hier so schön rein verschließt. Und jetzt sieht das richtig schön glatt aus. Und jetzt drehen wir das Ganze nochmal um und ich zeige euch dann noch die ersten paar Schrauben, die ich da rein versetzen darf. Das sind jede Menge, die ich da schrauben darf, und die braucht, zeige ich euch nicht alle. Da kommen jede Menge IM-Schrauben, nehme ich jetzt rein, und ja, das kennt ihr ja alles schon, was da an IM-Schrauben verbaut werden soll. Komischerweise habe ich aber hier IP-Schrauben und nicht IM. Das ist ja, das ist sehr verwunderlich, weil IM steht in der Anleitung und IP habe ich jede Menge. Ich kann mir nur vorstellen, dass da ein, ja, ein sogenannter Druckfehler ist. Zumal auch in der Ausgabe hier nur 1, 2, 3, 4, 5 IM-Schrauben dazugehören. Und ja, also wie gesagt, wir sollen auch die Schrauben aus der Ausgabe 95 nehmen. Und da waren es eindeutig IP. Und hier haben wir nochmal IP. Ich nehme jetzt die IP-Schrauben und nicht die IM-Schrauben. Also da müsst ihr drauf achten, wenn hier in der Anleitung steht der IM, dann sind das wohl die IP-Schrauben, die wir da reinsetzen dürfen. Also wie gesagt, dann machen wir jetzt mal noch 2, 3, 4 zusammen. Und dann kommt der Rest mit dem Finale. Also wenn ich dann den Abspann zeige, zeige ich euch noch mal den kompletten. Also wir setzen die im Schrauben hier rein. Nein, schon wieder IP. Also das ist wirklich verwunderlich. Also IP-Schrauben habe ich hier, wie gesagt, zu Genüge. Da ist dann wohl ein kleiner Anleitungsfehler oder Bedruckungsfehler. Ich vermute eher Bedruckungsfehler, denn wir haben ja ein anderes Rumpfteil bekommen als die Italiener. Oh, die haben das ja aus Plastik, wir haben das aus Metall. Und da kann das natürlich gut möglich sein, dass die Tütchen bedruckt sind mit IP-Schrauben. Aber im Endeffekt, da sind da eigentlich IM-Schrauben drin. Also gehe ich mal von aus, dass die Tütchen nur falsch bedruckt sind, weil es ja eigentlich ein Plastikteil im Normalzustand gewesen wäre. Wir aber ein Metallteil dafür bekommen haben, und deswegen gehe ich davon aus,
dass da einfach nur ein Bedruckungsfehler auf den Tüten stattgefunden hat, aber die richtigen Schrauben drin sind, denn das sehen wir ja schon, dass die hier super ordentlich reingehen. Ich mache wie gesagt den Rest jetzt noch fertig, baue dann noch die Rumpfteile an und dann sehen wir uns gleich zum Perspektivwechsel Schluss wieder. Ja, das nenne ich dann mal wirklich spontan. Wenn man hier sitzt und die Ausgaben verbaut und dann klingelt es und die nächsten sind schon da und man kann sie noch wacker einbauen, weil nicht wirklich viel zu tun ist. Jetzt seht ihr hier vor mir das riesengroße Schiff stehen. Ich habe es mal wieder alles zusammengebaut, um euch das zu zeigen. Und natürlich bin ich euch ja auch noch die letzten Rumpfplatten schuldig, die ich ja ohne euch eingebaut habe. Es ist wirklich verdammt schwer, muss man dazu sagen. Also hebt euch da kein Bruch. Hier könnt ihr das jetzt sehen und hier hinten seht ihr, dass jetzt hinter Maschinenraum weitere Rumpfplatten noch dazugekommen sind und der Maschinenraum jetzt auch mittlerweile richtig sitzt, dank dem großen Rumpfteil, was wir unten einbauen durften. Ja, das Einzige, was mich allerdings stört, ist, dass mein B-Deck komischerweise nicht richtig bündig am Rumpf anliegt. Wenn ich es vorne runterdrücke, hängt es hinten in der Luft und wenn ich es hinten runterdrücke, hängt es vorne in der Luft. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Problem ist, was ich produziert habe oder ob es am Material liegt. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gleiche Problem habt, wie ihr es gelöst habt oder ob man da vielleicht nochmal mit Hachett sprechen muss. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer für euer Interesse und euer Zuschauen. Würde mich noch freuen, wenn ihr natürlich den Kanal abonniert, den Daumen nach oben drückt und oben an der Glocke bimmelt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao.